Vor diesem IKEA-Markt in Frankfurt entreißt ein Räuber Samstagmittag einem Boten den Geldkoffer. Es kommt zum Schusswechsel. Der Geldbote wird schwer verletzt. Der Täter flüchtet. Wenige Kilometer entfernt findet die Polizei das ausgebrannte Fluchtfahrzeug. Die gleiche Masche ein Jahr zuvor in Köln. Überfall mit Schusswaffe auf Geldboten. Anschließend ein ausgebranntes Fluchtfahrzeug, um Spuren zu vernichten. Ein Zusammenhang. Die Ermittler gehen von Profis aus. Alleine die Vorbereitungshandlung, dann auch die Ausführung mit einer scharfen Waffe, von der dann auch Gebrauch gemacht und geschossen wird, sprechen dafür, dass es keine spontane Tat gewesen ist und dass hier auch schon eine gewisse kriminelle Energie vorliegt, um überhaupt diese Hemmschwelle zu überwinden. Die Tat deutet auf einen hohen Planungsgrad hin, den man in dieser Form nur aus der professionell agierenden Bandenkriminalität kenne, heißt es aus Ermittlerkreisen. Sie schließen nicht aus, dass frühere Terroristen der linksextremistischen Roten Armee-Fraktion, der RAF, die Taten begangen haben könnten, um sich ihr Leben im Untergrund zu finanzieren. Konkret geht es um das frühere RAF-Trio Burkhard Garwig, Ernst Volker Wilhelm Staub und Daniela Klette, hier in einer Alterssimulation, wie sie heute aussehen könnten. DNA-Spuren deuten darauf hin, dass sie weitere Überfälle in Norddeutschland verübt haben. Für Hinweise zur Ergreifung der RAF-Rentner sind hohe Belohnungssummen ausgelobt, teilweise sogar in Millionenhöhe.